Hallo, meine Lieben. Wie geht es euch? Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier so griffig mit reinschaltet. Heute wird das Interview auf Deutsch stattfinden. John Foy, how are you? I'm supposing that you are John from the States, maybe. Or at least English native. I was just saying, oh, Natalie, my best friend is watching as well. That this interview today is going to be in German, so I will switch right away. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge 21 Minuten mit. Ich bin Lisa Ramoschkat, ich bin euer Host, ich werde das Ganze moderieren und heute haben wir eine wundervolle Gesprächspartnerin für mich eingeladen. Ich habe auch schon gesehen, dass sie schon am Start ist und ich werde nicht lange rumschnacken, sondern sie sofort reinholen. Vorher noch der kleine Tipp an euch, wenn ihr Fragen an meine Gesprächspartnerin habt, schießt sie einfach raus. Ich nehme sie sehr gerne mit auf. Ein ganz herzliches Willkommen an. Hoffentlich klappt's. Magdalena Breschka, wie geht's dir? Hallo! Ja, soweit, so gut. Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause, bin leicht nervös, weil für alle, die jetzt erwarten, dass ich irgendwie was wirklich über Hyrux erzählen werde, ich glaube, das ist so eher Hyrux für Anfänger. Ich glaube, das war die Anfrage kam Ja, von aber Moritz. das ist doch genau richtig. Genau, die Anfrage kam Also. von dem Moritz, ob ich das machen wollen will. Dann habe ich gedacht, hä, meinst du mich? Wirklich mich? Ja, scheinbar ja. Also, ja, hier bin ich. Also, Nummer Aber eins, ich habe du auch noch nicht stapelst hier zu tief. angezogen. Guck. Stimmt. Perfekt, perfekt. Es steht dir auf jeden Fall, als würdest du nichts anderes machen. Ja. Ich starte mal unseren kleinen Countdown, die 21 Minuten, die wir jetzt Zeit haben für unseren kleinen Schnack. Und Jawohl. ich habe gerade schon gesagt, also du stapelst zu tief. Du hast gerade schon gesagt, Legende, Mo spinnt ja wohl. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hör mal, Aber. ich komme irgendwie dazu, wie keine Ahnung. Also eigentlich bin ich überredet worden von meinem Freund. Ich wüsste gar nicht, was mich erwartet. Und dann jeder würde sich denken, eine ehemalige rhythmische Sportgymnastin, was hat sie da eigentlich verloren? Was hat sie da zu suchen? Aber ich habe es mitgemacht und ich war so positiv überrascht, dass ich direkt kurz danach noch ein zweites Mal mitgemacht habe. Naja. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ich habe dich nur einmal gesehen. Ja, du bist immer Und an mir da warst du im Double dabei, vorbeigelaufen, richtig? weil ich so langsam war. Du hast auch mitgemacht, aber ich glaube, kurz nach dem Nein, ach Zweikampf. Quatsch, erzähl mal. Ich war in Stuttgart im Dezember 2018 und ein paar Monate später in Nürnberg. Ja, in Stuttgart, das war eher, ich wusste gar nicht, also wirklich gar nicht, was mich erwartet. Ich war auch kurz nach einer OP. Ich kam im Mai ins Krankenhaus, eigentlich Routineoperation gehabt mit Blinddarm und dann haben sie einen Tumor Oh. gefunden. Leider 4 Stunden OP gehabt, Riesennarbe, Bauch total ja, zerschnitten in allen unterschiedlichen Stellen. Und das kam eigentlich so mein Freund danach, ja, er möchte gerne bei Hyrux mit. Meinte so, bist du verrückt? Ich bin gerade operiert worden. Was hast du eigentlich von Ideen? Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, warum nicht? Lassen wir uns darauf ein. Und ja, habe ich mich so ein bisschen. Ja, ich habe es mir sehr schwer getan, mich darauf vorzubereiten, weil ich natürlich noch Riesenschmerzen hatte. Aber ich habe mir gedacht, egal, Hauptsache mitmachen und Hauptsache irgendwie Ja, ans Ziel genau. kommen und überleben. Und das war so mega. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Wirklich. Okay, ich glaube, ich erzähle jetzt einfach mal. Klar, ist auch super. Deswegen bist du ja hier. Ja, also schon alleine wirklich die Atmosphäre, wenn man in diese Halle reinkommt, das ist für mich, natürlich bin ich Leistungssportlerin gewesen, ich kenne Zuschauer, aber das ist doch ganz was anderes als bei rhythmischer Ja, Sportgymnastik. klar. Gymnastik sind eigentlich fast lauter nur Frauen und dann geht eine Gymnastin nach der anderen auf die Fläche, dann hast du ein paar Zuschauer, die halt so applaudieren ab und zu mal zwischendurch, ja. Und ja, es geht darum, eigentlich schön sein, elegant zu sein. Und Ja, das ist Hyrox nicht. das ist ein, wobei ich denke, dass ich auch beim Laufen meine Füße gestreckt habe. Sehr gut. Genau, also gelaufen tatsächlich wie rhythmische Sportgymnastik. Und ich muss dazu sagen, also Laufen ist gar nicht meins. Das ging wirklich Nein. nur darum, nein. Also als ich
noch Leistungssport gemacht habe. Wir müssten natürlich in der Vorbereitungsphase auch ab und zu mal laufen, aber Klar. ja, Kondition muss für 1:30 Minuten reichen, das viermal und das vielleicht 4 Tage hintereinander. Ja. Aber das ist keine Ausdauersportart, richtige, ja. Von daher, ja, in der Vorbereitungsphase im Sommer. Du, ich glaube, deine Tochter guckt zu. Echt? Noemi, Von den beiden. Hallo? hallo. Naja, aber Vorbereitungsphase war immer so, dass wir natürlich irgendwie vor der Saison ab und zu mal gelaufen sind. Die Trainerin hat sich irgendwo hingestellt und wir auf Ja. dem Feld irgendwo. Und ich habe nur gesucht, wo die Maisfelder sind, weil die sehr hoch waren. Und habe mich dahinter passieren gegangen. Du Fuchs, das geht bei Hyrox nicht. Da musst du durchziehen. Absolut nicht. Du Absolut. hast im Double teilgenommen, Genau. richtig? Ja, mit meinem Mann zusammen und das ist ganz gut so. Alleine wäre ich komplett verloren gewesen, also komplett verloren. Aber das finde ich auch das Schöne, dass es solche Möglichkeiten gibt. Also du kannst entweder einzeln kämpfen oder halt zu zweit Na. gemischt oder und der hat wirklich mein Leben gerettet. Aber nicht, also diese 8 Kilometer musst du laufen halt, ne? Da Du muss man durch, so oder so. das ist Und wie war es für dich, das zweite Mal dann teilzunehmen? Was hat sich verändert für dich? Bist du schon besser geworden? Konntest du besser laufen? Oder war der Schlitten nicht mehr so schlimm für dich? Also beim ersten Mal war so wirklich Überraschung, was erwartet mich so und so. Dann habe ich irgendwo noch Timo Hildebrand unterwegs Genau, getroffen. ja. Ja, der meinte, Der sich ja oh. bis heute gedrückt hat. Der hat noch nie mitgemacht. Timo, ich Aber bin bis heute enttäuscht. der hat sich so über mich amüsiert. Der meinte, oh, was machst du denn hier? Und guck mal, und dein Mann macht jetzt hier irgendwas. Und ich bin da kurz mal, habe mich durchatmen müssen. Und der meinte, ja, und jetzt los, gib Gas hier. Und dann ist so, ja. Hallo, mach du erst mal mit, ne? Ja, aber mit dem habe ich dann noch ein bisschen geredet. Deswegen war das erste Mal nicht so optimal, wobei ich war es wirklich unter Schmerzen. Und da ging es mir einfach nur, um zu sehen, wie es so ist Ja. und einfach um zu überleben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt wissen wir, wie das alles funktioniert. Jetzt wissen wir, wie das alles läuft. Und ja, haben uns ein paar Monate später wieder angemeldet. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, So ob wir cool. Minuten oder 11 Minuten schneller waren, weiß ich nicht. Aber da wusste man schon, ja, um was es so ein bisschen Genau. geht. Laufen weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das schneller war. Aber ja, wenn man so mehr weiß, wie die Abläufe sind und so. Und ja, das ist schon deutlich besser gewesen. Das dritte Mal kommt hoffentlich bald, aber ich habe mich jetzt am Handgelenk verletzt und Ja. jetzt weiß. Ja, das ist jetzt blöd. Eigentlich kann ich nur noch laufen und mein Mann muss alle Aufgaben machen, weißt Könnte ja auch aber eine schlaue Arbeitsteilung sein. Zum Beispiel du? Sabrina Mockenhaupt hat das genauso gemacht, weil die ja so leicht ist, so klein und so zierlich. Die kann Ja. super laufen und deshalb wäre es logisch, wenn sie in einer schweren Kategorie startet, aber die kann die schweren Gewichte nicht heben oder auch der Wallball, weil sie halt auch so klein ist, ist der Weg für sie ja viel weiter. Ja. Aber den finde ich zum Beispiel am Ende, dass er so, ich liebe solche Herausforderungen. Und dann Cool, ja. die ganz am Ende. Ne? Und also das machen wir dann am Ende. Hat das mir riesen Spaß gemacht, diese Wallballs. Aber was mir auch, Burpees. Legendäre Burpees. Ich möchte unbedingt, dass Mo Förster irgendwann mal ein Video in Instagram reinsetzt, wie er bei den ewigen Helden Burpees gemacht hat, weil das ist wirklich sehenswert. Das muss man sich anschauen, weil das kann man eigentlich nicht Burpees nennen. Ja, das ist, Weil er es so schlecht gemacht hat. ich habe das niemals gesehen. Das ist ein legendäres Video. Ich habe versucht, das vorher zu finden, aber habe ich leider auch nicht mehr auf meinem Handy. Nein. Das ist wirklich, also das ist, ich weiß nicht, was das ist. Sprung war das nicht. Das war wie eine rhythmische Sportgymnastik. Nee, doch schlechter wie ich. Ich muss wirklich zugeben, das Oh ist Mann, echt. schade, das will ich jetzt gerne sehen. Das muss ich mal im Nachhinein raussuchen. Ach, Ja, herrlich. bitteschön. Also, wenn er das nicht postet, dann werde ich jetzt be also werde ich beleidigt sein, weil ich war nicht die Schlimmste. Ja. Das werde ich hier rausschneiden aus unserem Interview und werde das Ich vor oder bin hier hinter sowas das. von drauf. Nein, ja, oh, pass auf. Ja. Du, übrigens, ganz süß, deine Tochter hat noch geschrieben vorhin, beim Laufen schummelt sie genauso wie du. Das stimmt, das hat sie mir Hat sich erzählt. bei Ja, dir abgeguckt. auch immer. Ja, wir Gymnastinnen mögen das Laufen nicht so besonders gerne. Und früher zu meiner Zeit war das tatsächlich auch so, dass heute ist diese Sportart ein bisschen athletischer geworden. Die machen viel auch Krafttraining.
Die Mädchen sehen auch normal aus und sind eigentlich so ein bisschen mehr All-Around-Sportler, als ich damals war. Bei mir zu dieser Zeit war es sehr wichtig, dass man sehr, sehr, sehr schlank war. Ja, nicht so viel Muskel aufbauen, nicht so viel trinken beim Training. Je weniger Muskulatur, desto beweglicher. Also das ist so ein bisschen die Ostblock-Methoden waren das. Von daher, also so wirklich mit Kraft und Laufen und so, das habe ich niemals machen müssen. Das mache ich jetzt eigentlich nur, ja, schon nach meiner Gymnastikkarriere habe ich das damit angefangen, einfach so zum Spaß. Und ja, es hat mir, weißt du, was mir Spaß gemacht hat, dass ich wieder so eine Herausforderung hatte. Ja, Ja, voll, ich finde, voll. man sich immer wieder solche Ziele setzen muss, egal wo, in welchem Bereich, ob das beim Sport ist oder woanders, Total. dass man auf irgendetwas arbeiten kann. Ich mag das sehr gerne und das war auch so eine von meinen Zielen damals. Und ja, habe ich durchgezogen. Ich wusste, worauf ich trainiere wieder. Cool. War wieder total schön. Ja, Was ich würdest du denn sagen? ja. Wann ist es wieder soweit? Wann wisst ihr noch nicht, ne? Wenn ja. Ich hoffe, dass es im Dezember nachgeholt werden kann. Aber man muss natürlich warten. Es ist ja so eine krasse Situation. Es kann sich ja alles von Bundesland zu Bundesland von heute auf morgen ändern und einfach grundsätzlich. Deswegen muss man, glaube ich, weiter flexibel sein. Aber wenn alles läuft, wie es laufen soll, könnte im Dezember was stattfinden. Ja, aber kannst du dir vorstellen, die Leute, die jetzt so viel Zeit hatten zu trainieren, ich glaube, gar nicht mehr dahin, die werden alle an mir so vorbeilaufen und hier gibt's ihn. Vielleicht, ja. Ja, Du, naja. aber pass auf, was würdest du denn sagen? Du bist 26-malige deutsche Meisterin, das ist einfach unfassbar in der rhythmischen Sportgymnastik. Und also Leistungssportlerin durch und durch. Was würdest du denn sagen, sind vielleicht trotzdem Parallelen zwischen deiner sportlichen Ausbildung und High Rocks? Was kann man übernehmen? Was ist vielleicht, also überhaupt nicht das Gleiche, du hattest gerade schon gesagt, die Stimmung ist ganz anders. Die Was ist denn Stimmung vielleicht ähnlich? ist ganz anders, aber ja, also diese unterschiedlichen Aufgaben, was man bei der Rhythmussportgymnastik auch hat. Also wir haben auch unterschiedliche Handgeräte, so also musst du hier auch flexibel sein, du musst rennen, du musst diese und diese Kraftaufgabe machen. Das ist was Ähnliches und natürlich dieses Durchbeißen und Durchziehen. Das ist es. Also Rhythmussportgymnastik ist sehr monoton. Das sind 8 Stunden Training am Tag, 7, 8 Stunden Training und du musst so viele Sachen einfach wiederholen und manchmal musst du dich so selbst sehr viel motivieren. Disziplinieren, ja. Ja, sich motivieren, das ist hier natürlich auch so eine Sache. Aber das Geile ist natürlich, dass du so eine mega Unterstützung hast. Ja. Und vor allem, du kannst auf die anderen schauen, was die machen. Der Voll. will, dann gebe ich noch mehr Gas. Das ist natürlich viel besser. Als Einzelgymnastin auf der Fläche bist du nur für dich verantwortlich. Du kämpfst gegen dich selbst. Und ja, du hast die Zuschauer. Du machst es vielleicht für die Zuschauer. Aber du hast nicht die direkte Konkurrenz neben dir. Ja, das Weil ich kann stimmt. sagen, dass das direkte Konkurrenz war, weil ich wollte wirklich mich, naja, ich wollte mich selbst irgendwie, ja, überwinden, das zu schaffen. Ja. Also, Ja, herausfordern. hat mir ja die Haut. Okay. Ja. Deine Tochter und auch ein paar andere Girls, glaube ich, ich kenne nicht alle, Veränderung bei Vera, die sprechen jetzt noch so ein bisschen über das Krafttraining. Du hast ja selber jetzt auch angefangen, Mädels zu trainieren, oder? Ja. Ich unterrichte, ich arbeite als Trainerin, Cheftrainerin beim Leistungszentrum für Rhythmus-Sportgymnastik und unterrichte 3-, 4-, 5- und so weiterjährige Mädchen. Meine Die Tochter habe ganz ich selber nie klein. trainiert. Würde das Ja, gehen das oder ist. wäre das schwierig? Ja, also meine Mama selber war auch polnische Meisterin der rhythmischen Sportgymnastik, hat aber auch Wow. niemals trainiert. Aber ab und an, wenn meine Trainerin krank war, kam sie in die Halle und wir haben es versucht miteinander. Das ist immer schief gegangen. Ich habe Glaube gesagt, ich. na, erzähl mir doch irgendwas und bin dann nach Hause gegangen. Hat das Training hat einfach nie so funktioniert wie mit einer anderen Trainerin. Und bei Nee. Meine eigene Tochter habe ich das eigentlich direkt sein gelassen. Also wenn sie Hilfe braucht, wenn sie Tipps braucht, bin ich gerne da und bereit, ihr weiterzuhelfen. Aber selber in der Halle zu sitzen, nee.
Nein. Ja, ist ja okay. Ich kann mir das auch vorstellen. Man hat ja einfach eine ganz andere Verbindung zur Mutter als zu einem Trainer. Und so klingt das total gesund. Wenn sie was braucht, kann sie kommen und ansonsten macht sie ihr Ding. Das ist doch gut. Ja, aber natürlich 1000% kann man oder 100% kann man das nicht abschalten. Und Ausschalten? Nee. schon irgendwas zwischendurch und so, wenn man jahrelang Leistungssportlerin gewesen ist, da kommt immer irgendwas. Und ja, Glaube ich dir aufs oft Wort. tut es mir auch leid, dass ich irgendwas gesagt habe, falls du jetzt schaust, Remi, es tut mir leid, wenn ich dich ab und zu mal ein bisschen anders rangenommen habe. Und natürlich will man auch für einige, für das eigene Kind noch mehr und noch besser als. Wobei ich arbeite ja mit Kindern zusammen, ich liebe die über alles, aber wenn das doch eigene Kind ist, dann will man noch vielleicht ein bisschen mehr. Klar. Ja. Aber süß, aber sie schreibt, das ist genau richtig und sie liebt Mama. Und sie liebt deine Tipps. Das ist doch super. Na Matthias, Gott. ist noch eine Frage? Hast du auf High Rocks viel mit deinem Mann zusammen trainiert oder wie war das? Und musstest du beim Mixed Double die gleichen Gewichte nehmen wie dein Mann? Fragt mybesthealth.lounge. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen. Also, du hast gesagt, die erste Vorbereitung war schwierig. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal erzählen, was ihr gemacht habt oder was ihr beim zweiten Mal dann gemacht habt. War schwierig. Ja, das war auf jeden Fall schwierig, gerade das Laufen vorbereiten, auch das Laufen meistens alleine gemacht, da mein Mann damals noch in München oft gearbeitet hat und gependelt ist. Und ich habe, Gott sei Dank, arbeite ich in einem Sportzentrum und habe da auch ein Fitness Ja. direkt nebenan gehabt. Und da bin ich vor der Arbeit einfach aufs Laufband gegangen und habe Perfekt. meine Sachen dann gemacht. Also zusammen haben wir kaum trainiert. Und ja, natürlich Gewichte, ja, beim hier Schlitten pushen, Ja. also das konnte ich gar nicht. Das musste alles alleine Das ist durchziehen. wirklich Da haben wir schwer. abgewechselt mit dem gleichen Gewicht, ja. Also einige Sachen mit den gleichen Gewichten, einige Sachen hat er dann komplett übernommen. Und beim Training Ja. haben wir uns aber schon öfter abgewechselt gehabt, ja. Genau, also vielleicht die Frage ist, ob man im Mixed Double dieselben Gewichte nehmen muss. Ja, man hat nur den einen Schlitten, man hat nur den einen Wallball, aber man kann oder sollte dann auch das genauso machen, wie ihr es gemacht habt und so ein bisschen aufteilen, je nach Kraft, je nachdem, wer gerade kann, ne? Kann ja auch sein, dass der eine beim Laufen gerade völlig abschmiert und Ja. der andere dann die Und Kraftübung der übernehmen andere, muss. deswegen, also ja, mein Mann, ich glaube, beim ersten Mal hat er auch so beim Laufen hat er gesagt, oh, schon irgendwie nach ein paar Runden, irgendwie, ich kann nicht mehr. Ich glaube, bei Kilometer, keine Ahnung, 4, da ist ein Ja. Puls ausgegangen. Ja, also, das ist, wenn man nicht weiß, was einen erwartet und dann kommen die ganzen Voll. Emotionen dazu, also es empfiehlt sich auf jeden Fall, das nicht nur einmal zu machen, sondern Finde ich super. probieren, ja. Ging mir genauso. Und vor allem, man merkt dann so selber irgendwie, okay, jetzt habe ich den Übergang cooler hingekriegt oder man weiß, man darf nicht so lange trödeln in der Zone zwischen den Gewichten und so ist es cool. Ja, besser ist auch, wenn der Timo nicht dabei ist, dann kann er noch ansprechen zwischendurch. Ja, genau. Ach geil. Ja. So, Magdalena, pass auf. Ich habe ein paar Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Oha. Wenn du, nicht schlimm, Ja. wenn du dir aussuchen könntest, mit wem du als nächstes ein High Rocks Double machen könntest. Es kann jeder Mensch auf der ganzen Welt sein, todlebendig, in Amerika, in Indien. Mit wem würdest du als nächstes ein High Rocks Double machen? Also mit meinem Mann macht das mir schon sehr viel Spaß. Den würde ich als allererstes wählen. Der ist auch eine Maschine, der kann alle auch Ja, beißen. geil. Aber wer auch beißen kann, ist der Pommes. Pommes, ja, Pascal Hens, ewiger Helden, ist auch ein super Let's Gymnastikmeister. Dance Meister. Der kann eigentlich alles. Also Geil. das wäre mein Partner. Und weißt du, ich würde gerne, ich weiß es nicht, hast du schon Mo gesehen bei Hawks? Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat, glaube ich, einmal beim allerersten Testevent, das es gab, Ja. ganz am Anfang, vor 3 Jahren oder so Ja. mitgemacht. Und danach habe ich ihn nie Einmal um wieder die Welt, gesehen. oder was? An dem seine Burpees werden. Eigentlich nur Du wegen den müsstest das Video finden. Ja. Okay. Ja. Finde ich beide gut. Also, beziehungsweise alle drei. Ja. Dein Mann. Meine komplette ewige Heldentruppe. Aber Müsstet ihr mal als Team starten? ja, Jenny hat da schon mitgemacht, das weiß ich. Die war auch gar nicht schlecht. Ich glaube, die ist Zweite geworden oder sowas. Ich glaube sogar bei Stimmt. Jennifer Oeser. Ja, die Hilde, Gerg,
Ich weiß nicht, nur sie läuft nicht mehr so wie ich eigentlich. Wir sind super ewige Helden gewesen. Das war wirklich zum, naja. Aber vielleicht kann ich sie nochmal reden. Sascha Klein ist seine Maschine. Philipp Boy ist auch eine Maschine. Deswegen, ja, die können zu Hause bleiben. Die müssen Also, mich nur. okay. Perfekt. Gute Antworten, finde ich richtig stark. Zweite Frage. Welche andere Sportart, normalerweise stelle ich die Frage mit Functional Fitness, ich stelle sie jetzt mal mit rhythmischer Sportgymnastik. Welche andere Sportart außer rhythmischer Sportgymnastik würdest du dominieren? Weißt du, ich weiß nicht, ich mag Laufen nicht mehr, Ja. aber ich bin ja seine Verrückte, so wie man jetzt bei HYROX auch gesehen hat. Ich bin tatsächlich mal ein Halbmarathon gelaufen und Ja. in Kanada, minus 44 Grad, das war full der Challenge und da hat Joey Kelly ist mit mir gelaufen, der ist ja auch so, ja, Ja. solche Sachen angeht. Und ich bin irgendwie als Zweite tatsächlich, weil mir so kalt war. Ich wollte rennen und rennen, damit ich schnell ans Ziel komme. Ich bin als Zweite über die Ziellinie gerannt. Aber ich glaube, das war Zufall. Und ich konnte Geil. 2 Wochen danach konnte ich mich nicht Ja. bewegen. Da Aber warst du ja auch Joey meinte, durch. das ist deine Sportart. Interesting. Also kannst du auf jeden Fall gut beißen. Ja, irgendwie. Also, Perfekt. ja. Dann wäre das noch was. Ja. So. Gegen welche andere Person würdest du gerne mal in einer Competition antreten? Sagen wir mal in einem HYROX-Rennen. Oder in einem Lauf, weil du dich da vielleicht wohler fühlst noch. Ah, tatsächlich, wenn meine Tochter so hier schreibt, sie kann gerne hier das nächste Mal mitmachen. Also Alright, rhythmische Sportgymnastik mit so 40, Mitte 40 und dann ein junges Huhn mit ihren alright. 19. Und gegen die würde ich gerne antreten. Mal gucken, wer fitter ist eigentlich. Finde ich wundervoll. Okay, Noemi. Nächstes HYROX-Rennen. Ihr seid dabei. Okay, so pass auf. Ich gucke einmal auf die Uhr. Oh, wir haben eigentlich nur noch 55 Sekunden hier. Das Aber ist das an. macht nichts. Ich habe die ganze Zeit geredet. Weißt du, man nennt mich auch den Rainer Kallmund und der rhythmischen Sport. Gott, nee, glaube ich nicht. Aber pass auf. Aber dafür haben wir dich ja eingeladen. Wir haben noch ein kleines Quiz zu Oh. guter Letzt. Drei Fragen. Ich kenne weder die Fragen noch die Antworten. Einfach raten. Und der von uns, die mir. Jetzt habe ich mich hier völlig verhaspelt. Hast du gesehen, meine Tochter hat die Challenge accepted. Themen. Alright. Oh mein Gott. I like this. Ja. Okay, perfekt. Oh, herrlich. Ja. Also, ihr beiden beim nächsten HYROX-Rennen. Ja. Und jetzt wir beiden in diesem Kurs. Pass auf. Und diejenige, die mehr, also beziehungsweise mehr, ja, drei Fragen, wer mehr richtig hat, darf einen Startplatz für ein HYROX-Rennen. Jetzt sind wir bei Ist das der 21 Mo? Minuten. Will er schon seine Burpees machen? Ja, genau. Nee, das war der Timer. Also, der Gewinner kriegt einen freien HYROX-Startplatz für jemanden in der eigenen Community. Oh, mein Okay? Chef ist auch gerade hier. Jochen Ulm, wenn du den siehst. Ja, also, hallo. Ja. Jochen, moin. Alle da für dich. Alle zum Also, schieß Unterstützen. los. Okay, pass auf. Wie viele aufeinanderfolgende Wochen war Roger Federer die Nummer 1 der Weltrangliste, der Tennis-Weltrangliste? 212 Wochen, 276 Wochen, 321 Wochen oder 310 Wochen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich tippe jetzt auf C. Keine Ahnung. 321. Also wenn schon so gefragt wird, dann muss es ja viel sein. Dann nehme ich mal die zweithöchste Zahl, das ist 310. Und wir haben. Du hast recht. Nee, ich habe Nee, du recht. hast recht. Achso. Okay, anyways. Läuft gut. 310. Ja. 1 zu 0. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Wie viele Races, wie sagt man, wie viele Rennen finden in einer normalen Formel-1-Saison statt? 19, 21, 24 oder 23? Das müsste ich eigentlich wissen.
Du bist ja, also eigentlich so deine sind das eigentlich. Die hast du dir bestimmt selber irgendwo ausgesucht oder auch Die so. hat der Kollege Chris rausgesucht. Ja, toll, aber solche Details kenne ich auch nicht. 19, 19. 21, 19. 24. Okay. Ich nehme Aber guck mal, ich habe ja 24. aufgehört, hier zu schreiben, weil es, weißt du, jetzt hilft niemand Ja, hier. genau. Das musst du alleine machen. So, und es ist 21. Naja, war ja klar. Was hast du Aber gesagt? da warst du näher dran. Du hast 19 gesagt, dann kriegst du den Punkt. Dankeschön. Geschenkt. 1 zu 1. So, und jetzt last but not least. Der erste Fußball-World Cup, die erste Fußball-Weltmeisterschaft, hat welche Mannschaft, also welches Land gewonnen? Spanien, Frankreich, Brasilien oder Uruguay? Ja, antwortet hier jemand unten? Nein, nein. Hallo Freunde, da kann mal jemand schnell Freunde, hier. Freunde, die zuschauen. Das weißt du das? Den weiß ich. Wirklich? Fußball, da bin ich Dann mehr hast zu du Hause. gewonnen. Aber ich gebe ihn dir. Ich gebe ihn dir. Ja, Spanien. Uruguay. Uruguay, da schreibt eine Uruguay. Ich bin dafür. Genau, es ist Nicht Uruguay. gesehen. Es ist Uruguay. Ja, okay. Wer hat jetzt gewonnen? Jetzt ist Du hast jetzt gewonnen, 2 zu 1. Du hast zwei. Du darfst an deine Community einen freien Hyrox-Startplatz verlosen. Also vielleicht möchtest du ihn ja an hier Veränderungen bei Vera geben, die Uruguay dir als Tipp gegeben hat. das würde ich gerne machen. Vera, Veränderung bei Vera. bist du dabei? Kann sie einmal hier schnell reinschreiben, wenn sie Bock hat. Wer von euch hat Bock? Wer ist dabei? Dauert vielleicht einen Moment. Ja, meine Tochter hat sich schon freiwillig gemeldet. Ja, die muss. Die hat Ansonsten keine Wahl mehr. So. nimm mich, Jacek. Aber Vera will auch. Vera ist dabei. Vera, du bist dabei? Genau. Vera, du darfst dich gerne bei der Hyrox-Community melden. Dein Startplatz ist gesichert. Und ich, liebe Magdalena, habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Dann bist du erlöst. Jawohl. Die Frage stelle ich auch allen meinen Gesprächspartnern. Und zwar, was war dein unangenehmster und most awkward Moment in deiner Sportlerkarriere? Der unangenehmste, der komischste, der peinlichste. Also, es gibt einen Wettkampf oder es gab einen Wettkampf, den gibt es vielleicht immer noch, weiß ich nicht, in Frankreich, der war immer an meinem Geburtstag. Ja, oh, fängt schon gut an. Ja, und ich habe den immer verkackt und das schlimmste Mal, dass ich denn wirklich so scheiße geturnt habe, war, als ich angefangen habe, das war meine allererste Pose. Ich ging raus auf die Gymnastikfläche mit den Keulen. Meine Hände waren sehr spitzig und ich habe eine Bewegung gemacht und habe die Keule durch die ganze Fläche geschmissen. Da war Werbebande, über die musste ich herklettern. Bis ich meine Keulen gefunden habe, war schon alles vorbei. Meine Musik, auf die ich turnen sollte, war vorbei. Ich musste aber trotzdem auf die Fläche mich bedanken bei den Kampfrichtern, dass ich dabei sein durfte. Oh Das nein. war so peinlich, bis ich die Keulen gefunden habe. Krass, aber also man hat wirklich nur 1,30 und wenn du nicht auf der Matte stehst, dann ist halt vorbei. Dann ist halt vorbei, ja. Das ist deine geturnte Übung, für die gibt es halt 0 Punkte, ja, in dem Fall. Aber du hattest die Coin wieder, also war Ja, alles gut. die Köln wieder, aber an meine Stelle wärst du nicht gerne rausgegangen. Ich habe nur meine Trainerin angeschaut, die war not amused, also gar nicht, gar nicht. Die Scheiße, wollte oh in eine andere Gott. Richtung rauslaufen, aber es gab nur den einen Ausgang. Ja, aber was machst du auch? Also, du kannst ja deine Hände auch nicht so richtig trocknen, ne? Ja, das war Aufregung, weißt du, so Schweiß, Ja. Hände, Keule, ja, noch nass und ja, kann man nichts machen, kann man nichts machen. Nee. Aber den Wettkampf, das war jedes Jahr war ich dort und ich habe nicht einmal dort gut geturnt. Ich weiß es nicht. Vor lauter Aufregung, weil es an meinem Geburtstag war oder keine Ja, Ahnung ach warum. süß. Ich mochte den einfach nicht. Ja, Aber das ist dir nie wieder passiert danach, immer die Konfis gehalten. die Keulen habe ich festgehalten. Also es gab noch andere. Da mal in Atlanta, glaube ich, oder sowas in Amerika, bin ich durch die ganze Halle, Treppen runter in den Keller und habe dort meinen Ball gesucht, den ich am Ende von der Übung auch.
Scheiße, oh Gott. Das war Ja, so dieser nein. Moment. Aber Gott sei Dank, also nicht bei den richtig wichtigen Wettkämpfen. Das Ja, waren okay. Vorbereitungswettkämpfe. Aber so muss es sein. Wie sagt man? Oh Gott, Generalprobe, wenn du Generalprobe, genau. nee, ja, genau. Und die Kür läuft. Ja, Ich wollte nein. gerade irgendwas Komisches sagen. Mein Kopf war nicht mehr dabei. Aber wir sind ja auch am Ende jetzt. Magdalena, es hat total viel Spaß gemacht. Es war super unterhaltsam. Tausend Dank für deine Zeit. Schön war es mit dir. Vergiss nicht, Mo, du weißt. Ich werde das suchen. Da kannst du mir glauben. Vielleicht könnt ihr auch das groß auf der Leinwand machen, während der Wegen Hyrux. der nächsten Hyrux-Veranstaltung. Als Motivation, dass die Leute wissen, sie können das eigentlich besser machen. You Also. can do it too. Finde ich super. Werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen und vorschlagen. Ja. Also, Lisa. Einen wunderschönen Abend. Es hat total viel Spaß gemacht. Pass auf dich auf. Gute Ja, Besserung für danke. alles und bis Ja. ganz bald. Ciao, mach's gut. Ciao. So, ihr Lieben. Hier lädt er noch gerade ein bisschen. Das war Magdalena Breschka. Es hat so viel Spaß gemacht. Liebe Vera, liebe Veränderung bei Vera, herzlichen Glückwunsch zu deiner Teilnahme. Cool, dass ihr dabei wart. Gut, dass du die Antwort wusstest. Ich verabschiede mich. Lisa Ramuschkat ist mein Name. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und nächste Woche gibt es natürlich die vorletzte Folge übrigens von 21 Minutes with 21 Minuten mit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf.